Take your chance, be now. 今目覚めるほど戦う遺伝子。Wake up, 一か八か。複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せるインダナイト豪華なメンツ秒読みトゥーザファイト宇宙の外れ巨大な荒野で無茶ぶりで沈む大地地響きだと驚く闇 Nothing can stop you now Wake up, 乗るか、反るか、とんでもないアクション。断崖ギリギリ、半直前まで、サバイRing frei für neue drachenstarke Kämpfe hier bei Dragon Ball Watching Blast 2 Online. Diesmal in der Hauptrolle. Moment, wir sind schon wieder. Mir liegt es auf der Zunge. Ich glaube, hieß Salza. Ja, nicht der Tanz, nein, sondern einfach nur der Charaktertyp schlechthin, der ja da mit Neisu und mit Dore, oder? Der Tür, genau. Mit diesen Typen halt in cooler Spezialarmee involviert ist. Nun gut. Gegen Super Saiyan 2 Gohan Team. Ja, na klar. Ich glaube, im realen Dragon Ball Universum wird der Kampf nicht mal 2 Sekunden dauern. Nun gut. Egal, wir zeigen mal, was wir so drauf haben mit dem Typen, der natürlich so gut. Ja, Moment mal kurz. Zeigt das nicht, wa? Ja, der hat jetzt einen normalen Angriff auch drin. Ihr kennt doch seinen rasiermesserscharfen Handkantenschlag. Ich glaube zumindest mal. So, zurück mit dir und bam. War getroffen. War so eine Super-Attacke, wa? Die war es auch nicht. Was denn für die Ultimate-Attacke? Müssen wir mal testen. Da war nichts davon. Da war ich ein bisschen schneller, Kumpel. Tut mir leid, aber so ist das Leben. Auch bei Dragon Ball. Oh. Weg da! Das war knapp. Streufingerstrahl, komm runter. Und da fällt er wie ein Kirby. Das war schon Universum, aber was soll's? So, was macht der jetzt bei... Und wird countern, das war jetzt gerade ein bisschen mies. So, guck mal. Und da fliegt er und. Da, der Klingensprint, genau. Oh, wieso ist ein Sprint? Wieso ist ein Sprint? Ja, gut, ist ein physischer Attack. Okay. Oh, Scheiße. Ah, er versucht wegzukommen. Mensch, da saß ich so, wenn er da Frontalangriff bin, würde ich machen die Superattacken. Der hat nicht besonders clever. Nein, ich dachte jetzt. Ah, ich dachte, er würde jetzt im Flug eine Superattacke einsetzen. Hätte ein bisschen Ruhe gehabt. Aber es halt jetzt so. Jetzt Ruhe und Konter. Ja, Freunde, man muss immer auch ein bisschen die Energie des Gegners im Auge behalten. Nicht nur seine Kappe, sondern auch sein Ki. Ja, weg da. So, und jetzt geht's weiter. Hallo, Gohan. Oh, Scheiße. Wow! Uh-oh. So, wer konnte ich nicht mehr? Tut mir leid, aber dafür gibt's jetzt den Konter. Nein! Mann, das wäre so ein cooler Konter gewesen. Noch Mensch. Dann ein bisschen so das Problem bei solchen Let's Plays, wo man nicht genau sagen kann, ob man das, was man zeigen möchte, auch wirklich funktioniert. Nun gut, müssen wir halt mit Salz ein anderes Mal kämpfen. Mensch, wenn du da schon auf die Tasten kloppen, kann ich nicht mehr gleichzeitig ausweichen. Das geht nicht mehr. Tschüss. Aber geht schon so, wir führen. Nicht wirklich, wir führen gar nicht. Okay. Muss ich alles anders hantieren? Ich wusste, dass das ein Ding Quatsch macht. Oh. Geht doch! Das ist so schön. Aufgeschlitzt, Freundchen! Lebt noch? Oh Mensch, das war so eine coole Kombo. Und tschüss, Mann! Ja, das war Salzas Auftritt! Yeah, Mann! Von Salsa geht's weiter zu, ach du Scheiße, den oberfetten, mega Oberarmmuskeltypis schlechthin. Ja,
Steroide, ja. Ich würde gerne sagen, ein gesundes Training, aber das kannst du hierbei nicht mehr sagen. Sie sind sowas, hi, das gibt es einfach nicht. Gut, Trunks sowieso. Ultra Saiyajin-mäßig, Muskelpakete, ja, mehr Muskeln, also, ja, größeren Umfang als andere da irgendwie im ganzen Wanst haben. Aber gut. Ja, gegen Broly also, aber ich habe nicht so viele Siege ringen können. Mal gucken, Trunks ja eher so ein bisschen Lahmarsch als Ultra Saiyajin. Broly sowieso, ne, stimmt gar nicht. Er tut nur so. Nur vom Kraftlevel her müssen sie von... Am Anfang her müssen beide etwa gleich stark, also sprich so Broly, also legendärer Super Saiyajin, ist der etwa gleich stark wie Trunks als Ultra Saiyajin zu Beginn weg. Aber Broly wird immer stärker. Und hat leider auch nicht den Nachteil von wegen da... Wow, geringe Geschwindigkeit und so, hat er leider nicht. Also ich hätte mal sehen würde, wenn ein Kampf zwischen Broly und Cell. Das ist mal krass, oder? Kann Cell durchaus gewinnen? Ich meine, mal angenommen, Broly zerlegt, ne? Denkt, ja, ich bin der Sieger, regeneriert sich Cell, verleibt sich Broly ein. Und dann haben wir noch eine Zelle davon. Boah, schau mal Cell von der Zelle von Broly. Alter Schwede. Und auch Buu, wenn er mal Broly absorbieren würde. Mein lieber Herr Gesangsverein. Der stärkste Krieger auf Erden, hey. Na gut, oh, kann ich ein bisschen mehr konzentrieren hier, wa? Ja, feuer doch, hey, als könntest du nichts anderes tun, bäm. Und voll auf die Mütze. Ich bin Trunks, Ultra Saiyajin und eine coole Frisur. Schnell neidisch auf mich, ja, vor allem so Halloween-mäßig. Alter, muss der muss der Schäl verwenden, hey, um die Haare so spitz zu kriegen. Ich meine, in Real Life, wa? So cosplay-mäßig und so. Stell dir mal vor, jemand würde das Trunks Ultra Saiyajin. Verdammt, wollte gar nicht. Man kann ausweichen und dann am falschen Teil mit dem R-Taste, egal. Zumindest mal. Trainingsschwierigkeiten, seltsam. Aber die coole Musik. Ihr stellt euch mal vor, jemand würde zu Halloween oder cosplay-mäßig als Trunks Ultra Saiyajin-mäßig gehen. Der müsste ja so viel Gel für die Haare nehmen. Das ist doch nicht normal. Wenn mich mal interessieren, wie das aussehen würde, oder? Cosplay von Trunks Ultra Saiyajin. Ich glaube, die Haare kriegst du nie wieder down, hey, die kriegst du nie wieder flach. Never. Nun gut, soweit der Trunks, es geht weiter mit Buu gegen Vegeta. Ja, mal gucken, wa? Buu, habe ich eigentlich noch drauf? Mal gucken, wa? Jetzt ist gerade so eine Sportskanone. Vor allem nicht eine Kampfkanone. Doch, schauen wir mal, was er so drauf hat, der gute Mr. Buu. So, hallo? Das war ein bisschen seltsam. Ich mache normalerweise immer so einen Angriffsmove von wegen da L1 und 3 als Schildbrecher fungieren. Wow. Und dann halt weiter angreifen, aber irgendwie klappt es gerade. Hä? Also was falsch gemacht, kann raus sein. Mann, teleporten, Buu! Lass doch nicht so zerlegen, Mensch! Aber jetzt kommt natürlich noch Vegeta mit seinem Ultimate Move, ganz klar. Weg da! Weg da! Er will nicht mehr, teleporten! Ja gut, Verbindung ist ein bisschen mies, aber trotzdem. Weg da! Alter, okay, geht ja so nicht. Aber ja, geht auch nicht, ist doch kacke. Mann, Vegeta, mal auf damit! Ich mach das nicht, wenn du mich... Wow, komm schon! Na! Ah. Es geht nicht mehr, R2, Teleport, ist für'n Arsch. Wie es gerade aussieht, nun gut, und... hallo? Was war das gerade? Bäm! Mit dem fetten Wanst, juhu! Ich glaube, einem funktioniert's, okay. Hier zu gewinnen wird noch schwierig. Wenn man behaupten, oder? Tschüss! Gucke mal, wo ist das Vögelchen? Und nicht ausgewichen, das gibt's einfach nicht. Ohne mich, Kumpel, ohne mich. So, und jetzt? Mann! Komm schon! Es geht nicht mehr. So, jetzt müssen wir wirklich hart konzentrieren. Schokoladenstrahl. Naja, und tschüss, bam! Voll in den Arsch. Und seinen Schokoarsch. Komm nicht mehr weg, das gibt's einfach nicht mehr. Verbindung ist für'n Arsch. Tschüss.
tschüss. Sagt er tschüss. Geht doch. Und tschüss. Buh, buh, buh. Ich hab ne Idee. Buh, buh, buh. Eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber es ist ne Idee. Es ist was anderes. Es ist was Neues. Es ist mit Boost. Und trotzdem lebt er noch. Das gibt einfach nichts. So, wer zur Schokolade? Geil, Mann. Hab Hunger. Tschüss, Mann. K.O. So will zu Vegeta, dem Prinz der Saiyajins. Weiter geht's mit Raditz. Ja, ich weiß, das ist so. Gegen Ultimate Gohan, ja. Im Dragon Universe, wie lange wird es wohl dauern? Eine Millisekunde. Maximal. Maximal, aber gut. Mal gucken, was Raditz so drauf hat, wa? Raditz, 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 Raditz. Egal. So, Radi, Radi, Radi. Was willst du denn, Radi, Radi? Mach einen Gohan da. Boom! Schön von hinten, wie er es auch so gern mag, nicht wahr? Gab's ja weniger, aber er fliegt zumindest schön. Das kann er gut. Fliegen und fallen. Er hat natürlich auch keine Glanzleistung. Meinerseits. Ach Mensch. Nein, Raditz, Raditz! Und da fliegt er! Ach, Raditz, Raditz, Raditz! Was mach ich bloß mit dir, Bam? Ja, das sicher nicht. Jetzt kommt gerade Gohan angeflogen. Was hast du gesagt, Alter? Ich wollte doch nur. Was weiß ich versuchen? Was machst du da? Hat doch niemals so weiterhüllst. Was soll er drauf? Tendiert er sich. Kontre, sprich direkt wieder zurückmarschieren. Da kann ich drauf vergessen. Oh, das wäre der Move. Hmm. It's your birthday. Was ist doch nicht okay. So, abgefangen, haha. Yeah, it's your birthday. Er will einfach nicht. Schade, was so. Guck mal, hier ist ein cooler Onkel. Mein cooler Onkel Raditz. Ja. Wenn das eine Fernsehserie wird, fress ich ein Wesen. So, bam. Und dann macht jemand den gleichen. Naja, Fehler kann man eigentlich nicht direkt sagen. Ich fange nur immer direkt. Oh, Hilfe. Nein! Nicht hinter dir, Raditz! Okay, so willst du R2 mit ausweichen, wa? Hm. Will nicht so recht, wie ich möchte. Boom! Oh. Alle Stärke kommt von oben! Yep, das haben wir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich zugeben. Mann, ey, komm mal runter, Kumpel! Komm nur, komm! Er hat zugelernt. Nein, da fliege ich! Ja, das bringt doch nichts, Kumpel! Na klein, da ist die Mauer, Mann! Ah, die Mauer muss weg! Ja, ist eine Wand gewesen, ich weiß, aber. Wieso nur? Das war gerade voll gemein! Er hat mich voll reingelegt! Und die Wand hat hinter mir gesehen! Ach Mensch! Nämlich Abpralleffekt! Und schon beim letzten Kampf für heute wieder gegen Gohan, okay. Wieder gegen Gohan, diesmal mit Krillin. Naja. Krillin gegen den Super Saiyan 2? Ja. Nein, aber weit, weit, weit entfernte Paralleluniversum. Eventuell. Eventuell. Ich betone 6 nochmal. Aber trotzdem. Wieder. Na doch, nochmal Musik. Wir wollen doch siegen, nicht wahr? Du, du, du. Okay, okay. Ja, komm nur, was versuchst du? Huh, viel zu weit weg. Und Teleport. Was nicht funktioniert. Das gibt's doch einfach nicht. Und heute ist definitiv mein Tag, das ist so kacke. Na warte, jetzt hau ich dir voll von Latz, wollte ich gerade sagen, kleiner Mensch. Ja, kleiner vor allem. Der ist zwar jünger, aber trotzdem schon größer. Gerade mal 10 Jahre alt. Und trotzdem schon solche Muhukis. So, Schilderbrecher, geht doch und tschüss. Was hat denn das gemacht? Okay, ich hau ab. Du, da muss ich mir doch was überlegen. Ich hab keinen Schaden gemacht. Energy Wave.
klappt auch nicht. Er wäre ja Meme gewesen als ein Wave. Was machen bloß mit dir, Gohan? Was machen bloß mit dir? Das sicher nicht. Tschüss. Jetzt aber. Destruction ist. Boom, boom, bam, boom. Und das soll echt ein Ultimate Move sein, ja? Viel zu weit weg. Wow, so viel dazu. Viel zu weit weg. Hat direkt von meiner Fresse. Wow, das war aber ein cooler Teleporter. Auch der hat nichts gebracht. Und tschüss. So viel dazu. Aua, nein, nicht das. Oh oh. Nein, das macht er. Ich bin weg. Wow, kann teleporten. Ja, das hat geklappt. Nur aufs Teleport. So, jetzt komm. Ja, jetzt bin ich wieder an der Reihe. Nein, oh, verdammt, ging gar nicht. Ein bisschen zu wenig Energie. Jetzt werde ich mal ein bisschen kontern und... Nur dazu. Nein, oh, wie sagt ihm ab? Hau doch nicht ab, Kumpel, ich bin doch hier. Ja, nur dazu. Wo ist denn der jetzt wieder? Ah, dort oben. Ich hab ne Idee. Da treffe ich ja so. Runter! Ich treffe echt? Cool! So, was macht er jetzt wieder? Ja, will sich mit Ultimate Move machen, darauf bin ich ja vorbereitet. Ich glaub zumindest. So, jetzt schön zur Seite und dann kontern. Na klar, der mich noch voll erwischte! Ich glaub's auch! Oh nee! Ja, mit raus schreien. Okay, okay, das war's mal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao!